Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft in der 1.10.2 Version im Mittelalter. Ja, ich habe was Neues für euch und zwar nicht das, dass man mich jetzt so sieht, sondern was anderes. Das zeige ich euch jetzt mal. Mal auf F1, so. Das zeige ich euch jetzt erstmal da hinten, weil das war was, was der Mad Max mir gezeigt hat, weil er natürlich auch in diesem Modus spielt, aber hier nicht, weil das ist ja ein Singleplayer, sondern auf dem Multiplayer-Server, wo wir ab und zu mal zusammen so ein paar Sachen ausprobieren und da hat er mir diese Steine gezeigt. Diese Harmstone-Steine. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel davon, was man damit bauen kann. Und ich zeige euch dann, wie das aussieht bei der Burg. Ich habe noch nicht alles gemacht. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gemacht. Nein, der ist es. Das ist der normale Havenstone und das ist der Havenstone Whitestar Bridge. Und der ist nämlich total genial. Ich zeige es euch mal. So, auf. Wir nehmen jetzt mal an, das ist hier eine Mauer, ja? Und wenn wir das jetzt dazwischen reinsetzen, dann bekommen wir sowas Schönes raus. Nämlich ein schönes Muster von der Mauer. Und zwar auch hier an den Seiten diese Kanten. Und umso weiter höher wir es bauen, umso mehr verbindet es sich dann miteinander. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht als Mauer. Als Mauer jetzt zum Beispiel für eine Burg finde ich das eigentlich sehr, sehr geil. So, das ist das erste, was ich euch jetzt mal zeigen wollte. Und jetzt gehen wir zu dem Beispiel. Also praktisch, ich habe jetzt schon mal einen Turm so vorbereitet. Jetzt gehen wir mal zum Turm. Apropos, ein Dankeschön an Mad Max, dass er mir das gezeigt hat. Finde ich auf jeden Fall stylisch geil. So, ihr seht jetzt hier mal einen Turm ohne dieses System. Und hier seht ihr eins mit dem System. Was uns sofort auffällt, ist, dass es richtig geil vom Muster her aussieht und richtig schön eigentlich, und deswegen mein Vorschlag, dass wir hier die Mauer noch ein bisschen bearbeiten. Ich wollte die Mauer ja sowieso nicht in Cobblestone lassen, sondern in normal, also dass ich sie noch ein bisschen bearbeite, und das sieht dann richtig cool aus eigentlich. Oben natürlich muss ich mir dann was einfallen lassen, weil da kommt ja so und so noch was dazu, wo es dann ein bisschen höher geht. Aber alles dann zu der Zeit. Weil das sieht dann irgendwie doch ein bisschen stylischer, ein bisschen dunkler aus, ein bisschen, ja, ein bisschen anders halt, sagen wir es mal so. Ihr könnt ja auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das so schöner findet oder so normal mit Cobblestone. Also Bruchstein besser gesagt. Oder halt mit diesen... mit diesem Hornstone White Stone Brick. Wie gesagt, ist ja Geschmackssache. So, meinen Stall habe ich hier gebaut gehabt. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, da muss ja noch mehr wie ein Stall rein. Klar, logisch. Nämlich hier zum Beispiel eine Schmiede. Also habe ich mir gedacht, hier bauen wir dann eine Schmiede rein. Die können wir ja auch ein bisschen in den Bergfried reinbauen. Beim Bergfried würde es vielleicht auch geil aussehen, weil das dann ein bisschen größer ist. Müsste man sich halt überlegen. Also mit dem Stein jetzt hier. Ups. Weil es sieht schon irgendwie cool aus, finde ich. Das hat schon was. Das hat auf jeden Fall was. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal den Stall bauen. Ja, ihr seht, ich habe ja gesagt, offline werde ich wahrscheinlich die Mauer noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen umändern. Aber leider bin ich nicht dazu gekommen. Muss ich leider dazu sagen, ich bin in der letzten Woche nicht dazu gekommen. Ich habe einfach... wie soll ich das sagen? Zu viel Stress gehabt auf der Arbeit.
sozusagen. Jeden Tag 9 Stunden arbeiten. Also 12 Stunden war ich immer weg, bis ich heimgekommen bin. Ah, war schon ein bisschen nervig. Okay. Also, ich würde sagen, wir bauen hier auf jeden Fall mal eine Schmiede rein. So, das mit den Steinen, das merken wir uns mal. Und da würde ich gerne jetzt mal Fichtenholz benutzen. Und zwar müssen wir uns klar überlegen, wie wir die Schmiede hier reinbauen. Ich würde sagen, ich würde die Schmiede jetzt auch einfach verbinden mit der Mauer. Das heißt, entweder bauen wir die so rein. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder ne, hier 5. So in etwa. Da bin ich jetzt schön am Überlegen mit der Schmiede. Fünf. Also warte mal, dann würde ich hier das damit verbinden. Also hier. Dann können wir hier so ein Lagerhaus machen. Also dass so ein kleines Lager für den Schmied dabei ist. Dann gehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 nach vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann mal hier. Und dann müssen wir aber noch die Tür reinbauen. Oder vielleicht doch noch ein, zwei davor? Nee. Dann war mal hier. Habe ich aber leider noch was vergessen, gell? Ich brauche ja für die Schmiede noch einen Schmelzofen. Den könnte ich ja eigentlich. Moment. Den könnte ich eigentlich hier hinbauen. Wären dann, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Würde für den Schmelzofen reichen. Dann würde ich nämlich hier den Schmelzofen hinbauen. Weil der muss ja ein bisschen in die Höhe, muss ein bisschen Rauch abgeben und so. Dann zieht der Rauch halt, so rüber. Ist ja weniger das Problem eigentlich. Dann könnte ich da die Mauer eigentlich damit verbinden. Dass wir hier und hier sozusagen so einen kleinen Raum haben. Wo wir so Kisten hinstellen können und so, das könnte vielleicht gut aussehen. So, dann brauche ich, warte mal, dann brauche ich meine Clones so noch. Die sind nämlich ganz wichtig.
Weil die muss ich dann auch noch dahin hinbauen, dass die Viecher uns nicht angreifen können. Aber warte mal, dann ziehen wir das Ganze doch noch ein Stückchen weiter vor. Nämlich hier hin. So, dann machen wir hier. Auch noch einen Tick anders. Da kommt hier die vierer Mauer hin und da sind noch Nummer zwei dazwischen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so dramatisch. Okay. Dann ziehen wir jetzt die Türme mal, also diese Dinger hier mal drei hoch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 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 Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Okay, dann haben wir den Schmelzofen direkt an der Mauer, aber das stört uns ja nicht wirklich. So, dann muss ich jetzt noch überlegen wegen dem Eingang. Oder baue ich den Eingang einfach hier rein? Könnte ich natürlich rein theoretisch auch machen. Weil das würde hier blöd aussehen. Ich glaube, ich baue den Eingang wirklich tatsächlich hier rein. Und würde ich hier sagen, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir keine eindeutige Mitte. Und wenn ich den Eingang mit der Mauer hier verschmelzen lasse? Auch doof aus. Warte mal. So, also hier wäre der Eingang. Oder wir machen das noch einen Tick anders. Kommen wir gerade erst, indem wir hier so bauen. Wäre auch eine gute Möglichkeit. Dann hier die Sachen verbinden. Da die Sachen verbinden. Hier miteinander verbinden. Und da. Ja, es würde nicht passen. Okay, wenn ich dann hier Verbindungsbalken reinsetzen würde, dann wäre ich hier. Machen wir das doch einfach. So.
Gut. Füllen wir das jetzt einfach mal mit Stein auf. Also hier kein Fenster. Da hinten drin macht ja ein Fenster sowieso keinen Sinn. Klatschen jetzt hier nochmal Clonestone rein. Das ist nur für den Fall, falls wir doch mal die Zombies oder die, ja, die Gegner halt dann spawnen lassen wollen. Dann tun wir hier und hier. Hier hinten von mir aus auch nochmal. Weil da macht ja im Prinzip Licht keinen Sinn. Also praktisch ein Fenster macht da keinen Sinn. Weil das wäre ja sowieso die Mauer. So. Dann hier auch ein Clonestone rein. Und da ein Clonestone rein. Und da ein Clonestone rein. Oder zwei rein. So, da brauchen wir im Moment keinen. Warte mal, da hinten. Weil es geht nur um den Punkt, dass zum Beispiel da dann später kein Creeper oder so zum Beispiel spawnen und wir da aus Versehen vorbeilaufen und bumm macht. Darauf habe ich natürlich keine Lust. Deswegen, man weiß es nie. So. Jetzt hätten wir hier die ganzen Mauern. So, da vorne kommen dann Fenster rein. Obwohl, da vorne könnte ich auch sowas wie einen Laden reinbauen. Wäre doch auch nicht schlecht. Muss ich noch überlegen. So, den Boden in der Schmiede ist wahrscheinlich eher... Okay, den Eingangsbereich, den können wir ja mit Holz machen. Den Eingangsbereich kann man auf jeden Fall mit Holz machen. Also hier wieder. Wisst schon. Jetzt einfach mal schön mit Fichtenholz. So. Das ist ja nur der Eingangsbereich. Und hier kommt ja allgemein die Schmiede rein. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Machen wir einen Zweier? Brennofen? Und dann hinten die Werkbank und so weiter, wo der Schmied dann arbeiten kann. So, jetzt mal gucken. Da ich ja bei mir den Feuertick ausgemacht habe, ist es ja kein Problem. Wir wollen das ja so realistisch wie möglich machen. Gut, dann wären wir jetzt bei Niederstein. Achso. Da Niederstein. Den bräuchten wir. Setzen wir dann hier hin. Und hinter den Niederstein. Kommt dann der Ofen hin.
Also praktisch. So hin. So, dann brauchen wir Feuer. Ich muss es so und so ein bisschen austüfteln, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. So. So, und dann könnten wir hier zum Beispiel das Ganze machen. Nee, warte mal, ich habe da was anderes benutzt dafür. Wo war denn das nochmal? Wo war denn das nochmal? Das war. In dem Dekomaterial war das drin. Und zwar war das. Moment. Lass mich lügen. Hier drin, genau. Was könnte ich denn dafür dann nehmen? Mein Kamin soll es ja nicht sein. Würden aussehen wie ein normaler Kamin. Normalerweise würde meine Höhle jetzt schon abbrennen da oben. Ups. Ah, verdammt, wie kriegen das jetzt da drauf? Ah, so. Mal hinten dran die Treppe. Nehmen wir Ziegelsteintreppen. Genau so. Und so. Dann von innen drin. Warte mal, ich stoppe jetzt einfach mal die Zeit, dann bleibt die Zeit so. Dann kann ich in Ruhe hier weiter aufbauen. Ah, das geht nicht. Aber in die Richtung geht's. Ändert sich vorne nichts, oder? Okay, wunderbar. Dann können wir hier wieder Cobblestone reintun. Das können wir dann verbinden. Mit dem Hausdach. Frage ist nur, wie hoch soll das gehen? Soll da jetzt nochmal ein Stock drauf oder nicht? Nach meiner Meinung eigentlich nicht. Was ja, soll ja nur eine kleine Schmiede sein. Dann könnten wir uns nämlich hier schon mal überlegen. So,
So für innen drin. Würde als Boden eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen, oder? Was wäre schwachsinnig, wenn ein Schmied zum Beispiel jetzt mit Dingen arbeiten würde, jetzt mit Holz zum Beispiel auf dem Boden, da würde ja alles kaputt gehen. Oder haben wir vielleicht noch andere Steine, die vielleicht noch ein bisschen anders aussehen würden? Sehen die eigentlich aus? Ne, das ist dann Sand, okay. Dann nehmen wir doch lieber doch die ganz normalen. Jetzt mal sagen. Das ist eigentlich aus. Das sieht dann ein bisschen dreckiger aus, muss ich sagen. Normal Stein. Nee. Ja, ich glaube, es sieht schon gut aus. So, dann würde ich sagen, bis hierhin alles aus Stein. Da hinten dran würde ich dann sagen Holz. Also hier würde ich dann sagen Holz. War einer zu viel. So. Dann hätten wir hier praktisch die Werkart, also da, wo er werkeln kann, der liebe Schmied. Und da kann er dann, keine Ahnung, was er da machen kann. Also hier kommt dann noch eine Werkbank rein. Dann kann er praktisch hier alles schmieden und so weiter, pipapo. Und hier können wir dann so einen Aufenthaltsraum machen, zum Beispiel, wo die Ritter dann vorbeigehen können und können dann zum Beispiel ihre Waffen zur Reparatur bringen oder wie auch immer. Oder wir machen tatsächlich noch einen Stock.